Hallo ihr Lieben und vor allen Dingen auch hallo liebe zukünftige oder potenzielle Samenspender, denn an die richtet sich dieses Video hauptsächlich. Eins vorweg, ich werde in dem Video hauptsächlich über die Abgabe von Samen sprechen, weil ja Eizellenspende und oder Leihmutterschaft in Deutschland noch nicht legal ist, also noch nicht. Was die neue Bundesregierung vorhat und was so im Koalitionsvertrag steht, darauf gehe ich in einem anderen Video ein, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich habe im Internet dieses Muster hier gefunden von einem Vertrag für Samenspende. Das Ganze beinhaltet drei Seiten, also nicht mal ganz, zweieinhalb Seiten. Und ich habe drei Stellen markiert, weil die wirklich sehr wichtig sind. Und zwar steht hier einmal, dass derjenige bestätigt, dass man ihm erklärt hat, dass das dadurch entstehende Kind Anspruch auf die Informationen auf seine Person haben, dass eine rechtliche Vaterschaft dadurch nicht entsteht und dass es bedeutsam für die Entwicklung eines Menschen sein kann, die Kenntnis der eigenen Abstammung zu haben. Das ist hier in dem ersten Absatz. Dann steht hier unter Punkt 8, dass die Daten 110 Jahre lang gespeichert werden im Samenregister oder Samenspenderegister. Und ganz oben hier auf der letzten Seite steht dann noch, dass die Feststellung der rechtlichen Vaterschaft ausgeschlossen ist. Also soweit zu diesem Papier. Ich gehe davon aus, das wird denen so hingelegt und sie unterschreiben das dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn die zur Untersuchung kommen, das erstmal nur mitnehmen und damit wieder nach Hause gehen, sich das in Ruhe durchlesen und dann noch eine Beratung in Anspruch nehmen, sondern ich glaube, dass die das einfach unterschreiben, so wie man normalerweise Sachen unterschreibt, wo man einen Vertrag machen will, wo man einfach Geld haben will. Also das Kleingedruckte sozusagen liest ja kaum jemand. Aber selbst wenn es wirklich gelesen wird, ist das aus Sicht des Spenderkindervereins auch noch nicht genug Aufklärung. Und deswegen möchte ich hier ein paar Dinge erläutern, die uns persönlich sehr wichtig sind. Verantwortlich Samen zu spenden bedeutet auch, dass man eine gewisse Verantwortung für das Kind übernimmt. Auch wenn es nicht im rechtlichen Sinne ist, aber man hat eine Verantwortung, die kann man nicht einfach so wegwischen. Denn, das ist der zweite Aspekt, als Folge dieser Spende soll ein real existierender Mensch entstehen. Und drittens, eine Samenabgabe hat lebenslange und weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten. Deswegen haben wir ein paar Fragen zusammengestellt, die sich diese Menschen vorher einfach mal selber stellen sollten, damit es in ihrem Kopf etwas bewegt oder einfach damit man so ein paar Punkte mal bedacht hat. Geht es Ihnen einfach nur darum, kinderlosen Paaren zu helfen oder auch allein Single-Müttern zu helfen? Oder haben Sie selber auch den Wunsch, eigene Kinder in die Welt zu setzen? Geht es Ihnen um moralische oder ethische Aspekte, einfach gesellschaftliche Tabus zu durchbrechen oder die traditionellen Familienbilder zu ändern? Oder geht es Ihnen hauptsächlich um die Aufwandsentschädigung und vielleicht auch entgegengebrachte Dankbarkeit, entweder von den Eltern oder später von dem Kind? Können Sie mit dieser Entscheidung offen umgehen in Ihrem Umfeld? Wissen Freunde, Familie, Verwandte davon? Ist es oder ist es etwas, wofür sie sich schämen würden, was sie niemandem anvertrauen würden oder vielleicht maximal der Partnerin anvertrauen würden, weil sie irgendwie ein Recht hat, darauf es zu wissen? Was uns gleich zum dritten Punkt bringt. Wie würde Ihre Partnerin darüber denken, dass Sie mit einer fremden Person ein Kind bekommen? Oder wenn Sie Ihre aktuelle Partnerschaft nicht mehr haben und Sie damit vielleicht gut umgeht, gegangen ist oder umgehen wird, würden Sie es bei einem zukünftigen Date vielleicht direkt erzählen oder würden Sie ein Geheimnis draus machen? Was würde es überhaupt für Sie bedeuten in einer Partnerschaft? Ja, und dann noch weiter gedacht, wie gehen die eigenen Kinder damit um? Also eigene Kinder ist immer so der Begriff, der irgendwie so das voneinander trennt, aber im Prinzip sind ja alles die eigenen Kinder. Was man ja auch bei Dietrich ganz gut sehen konnte. Ihr seht hier das Video, wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht. Denn ja, wenn Sie planen, eigene Kinder zu haben, mit denen Sie aufwachsen oder die bei Ihnen aufwachsen, dann ist das vielleicht auch eine Art Konkurrenzdenken unter den Kindern, könnte sich entwickeln. Oder sagen Sie sich, Sie möchten erst eigene Kinder in die Welt setzen, um dann
später vielleicht noch Spenderkinder zu bekommen. Je nachdem, wie sie es machen, sollten sie auf jeden Fall darüber nachdenken, wie die Kinder untereinander damit umgehen könnten oder wie die Stellung ist sozusagen. Ja, und schlussendlich wird vielleicht irgendwann dieses Kind, was dann vielleicht gar kein Kind mehr ist, vor der Tür stehen und auch Bedürfnisse haben. Es ist ja nicht nur eine Kränkung, irgendwie als Makel oder Geheimnis angesehen zu werden, sondern es bedeutet ja auch für sie selbst eine Belastung, wenn sie so eine Art Doppelleben dann führen, wenn das Kind sozusagen dann nicht Kontakt haben darf mit der Familie, weil sie es noch nicht gesagt haben. Und dann müssen sie, das ist dann ein bisschen wie eine Affäre oder so, wenn sie sich dann mit dem Kind treffen und die Familie nichts davon wissen darf oder so. Also stellen Sie sich die Frage, wie es Ihnen damit geht, wenn diese Menschen oder dieser Mensch auf einmal vor der Tür steht. Können Sie sich auf den Kontakt vielleicht auch freuen? Viele Wunscheltern benutzen ja bewusst Wörter, die das Ganze als Dienstleistung von einer Elternschaft abgrenzt. Wie werden Sie damit umgehen, wenn der soziale Vater Ihnen gegenüber Konkurrenz- oder Eifersuchtsgefühle aufkommen lässt? Klar gesagt, wenn man Sie als Dienstleister sozusagen sieht. Und auch wenn Sie es jetzt vielleicht sich noch nicht vorstellen können, es können ja auch von Ihrer Seite aus Gefühle gegenüber diesem Kind entstehen, auch wenn Sie es vielleicht noch gar nicht getroffen haben. Wie geht es Ihnen mit dem Gedanken, dass Sie keinen Einfluss darauf haben, wie Ihr genetisches Kind aufwächst? Was glauben Sie, werden Sie antworten, wenn Sie sich die gleiche Frage in 20 oder 30 Jahren stellen werden? Manche Spender sehen sich sogar moralisch verpflichtet, den von ihnen abstammenden Kindern zu helfen, wenn er sie in seelischer oder auch finanzieller Not befinden. Ja, und tatsächlich haben Sie ja nicht nur keine Kontrolle darüber, wie das Kind aufwächst, sondern Sie haben auch nicht wirklich eine Kontrolle darüber, was mit Ihren Samenfädchen passiert. Denn es kann ja auch sein, dass in 10 Jahren noch mit eingefrorenen Samen von Ihnen Kinder entstehen. Wie geht es Ihnen mit dem Gedanken, dass Sie darüber gar keinen Einfluss haben? Und zu guter Letzt, ja, wie ging es Ihnen mit diesen Fragen? Fühlen Sie sich unwohl, diese Fragen für sich zu beantworten? Oder würden Sie sich unwohl fühlen, wenn Ihr Kind Ihnen diese Fragen stellen würde? Wenn es auftaucht, würden Sie es bei der Suche nach den Wurzeln begleiten und alle Fragen beantworten? Wenn Sie sich diese Fragen alle beantwortet haben und daran interessiert sind und gerne Ihr Genmaterial abgeben möchten oder spenden möchten, dann gibt es trotzdem noch einige Hinweise und Punkte, die man dabei beachten sollte. Informieren Sie sich am besten bei verschiedenen Samenbanken darüber, wie mit der Familiengründung zu dritt umgegangen wird. Werden die Wunscheltern und die abgebenden Personen ausreichend beraten? Werden dabei auch kritische und schwierige Aspekte behandelt? Erfahren die abgebenden Personen, wenn durch ihr Genmaterial Kinder entstehen? Wird die Anzahl der entstehenden Menschen irgendwo kontrolliert oder begrenzt? Wie geht die Samenbank mit dem Recht auf Kenntnis der Abstammung des Kindes um? Und besteht die Möglichkeit, bei gegenseitigem Wunsch auch vorher schon Kontakt herzustellen? Ja, nur bei privat abgegebenen Spenden kann die abgebende Person natürlich entscheiden oder mitbestimmen, in welcher Familienkonstellation das Kind letztendlich aufwächst. Allerdings gibt es rechtlich gesehen keine privaten Samenspenden. In diesem Fall hat keiner der beteiligten Personen eine rechtliche Handhabe, wenn es darum geht, dass sich die Gefühlslage oder soziale Umstände irgendwie ändern und man andere Wünsche entwickelt. In der Fachsprache wird häufig von Samenspenderbehandlung gesprochen. Diese Bezeichnung hilft, sich emotional von dem, was da passiert, natürlich zu distanzieren. Aber Familiengründung mit Hilfe eines Samenspenders ist keine medizinische Behandlung im eigentlichen Sinne. Eine fruchtbare Frau mit Kinderwunsch bekommt, eventuell mit ihrem Samen, ein Kind. Bereits in den 80ern
haben einige Reproduktionsmediziner darauf hingewiesen, dass man in dem Fall nicht von einer künstlichen Befruchtung oder Behandlung sprechen sollte. Denn das einzig Künstliche an dieser Art der Befruchtung ist die Art und Weise, wie die Keimzellen zueinander kommen, nämlich mit ärztlicher Hilfe. Biologisch betrachtet zeugen aber zwei gesunde Menschen, sie und eine ihnen unbekannte Frau, ein Kind. An dieser Tatsache ändert sich auch nichts, wenn der Partner der Frau sein Einverständnis gibt und die Bereitschaft erklärt, für dieses Kind der Vater zu sein. Natürlich ist der Ursprung des Ganzen der Wunsch nach einer Familiengründung. Die Zeugung selbst jedoch ist einfach ein biologischer Vorgang, bei dem Ei- und Samenzellen miteinander verschmelzen. Ja, zu guter Letzt gibt es auch einfach noch rechtliche Rahmenbedingungen und einfach soziale Konsequenzen oder menschliche Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Über 80% der so entstandenen Menschen haben oder entwickeln später einen Wunsch danach, den biologischen Elternteil kennenzulernen. Jegliche Verträge zwischen biologischen und sozialen Elternteilen, die die Rechte des Kindes irgendwie beschneiden sollen, sind einfach unwirksam, weil man keine Verträge zu Lasten Dritter schließen darf oder kann. Das ist einfach rechtlich nicht abgebildet. In jedem Fall ist es also ratsam, sich vorher rechtlich auch beraten zu lassen. Mit einer Abgabe ihres Genmaterials verzichten sie bewusst darauf, eine soziale Elternschaft für diesen Menschen zu übernehmen. Sie haben dadurch auch später keinen Rechtsanspruch, Kontakt aufzunehmen. Und das kann sich auch später nachträglich nicht mehr rückgängig machen, wenn sie vielleicht einen Wunsch danach entwickeln, weil vielleicht ihr eigener Kinderwunsch unerfüllt blieb. Außerdem ist der Handel mit menschlichen Keimzellen in Deutschland offiziell verboten. Deswegen spricht man oft von Aufwandsentschädigungen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die Menschen, die dadurch entstanden sind, es auch als verletzend oder kränkend empfinden können, wenn es nur um das Geld ging, sozusagen. Leider wird es von vielen Samenbanken anders beworben, aber dazu mache ich nochmal ein separates Video. Immer wieder sprechen wir davon, dass wir das Wort Spende eigentlich sehr ungünstig finden. Wir nennen uns zwar selber Spenderkinder, aber es ist gar keine Spende im eigentlichen Sinne. Bei jeder Spende, die ich abgebe, sei es Geld oder Plasma oder sonst irgendwas, ist es etwas, was ich abgebe und was einfach dann weg ist. Aber bei einer Abgabe von Genmaterial ist das nicht so. Denn es wird ein unaufhaltsames Band geschaffen. Es ist etwas Stetiges da. Man gibt etwas weg, was immer eine Verbindung zu einem hat. Dietrich hat das auch so schön in meinem ersten Gespräch mit ihm erläutert. Am Anfang des Videos seht ihr das gleich. Ich verlinke es euch hier. Dass er das Gefühl hatte, überall so Fäden von ihm in der Weltgeschichte, ja, verlaufen, weil er einfach diese Verbindung zu den Kindern hat. Also ist es nicht etwas, was sie einfach nur abgeben und dann nie wieder was damit zu tun haben. Und sowohl aus psychologischer als auch aus philosophischer Sicht kann es für diesen entstehenden Menschen durchaus wichtig sein, diese Herkunft zu kennen. Ob und wie wichtig das für diesen jeweiligen Menschen dann ist, das kann niemand vorher beeinflussen oder irgendwie bestimmen. Die Familiengründung zu dritt wird häufig als sehr einfach dargestellt. Wie dieses Video aber vielleicht zeigen dürfte, ist es das eigentlich nur aus technischer Sicht. Aus psychologischer und sozialer Sicht ist es eine lebenslange Herausforderung für alle Beteiligten. Einfach weil es um menschliche Beziehungen geht und ganz verschiedene, sich im Laufe der Zeit auch verändernde Bedürfnisse. Deswegen ist es einfach sehr empfehlenswert, sich im Vorfeld nicht nur rechtlich, sondern auch psychologisch beraten zu lassen, welche Aspekte und verschiedene Perspektiven langfristig zu beachten sind. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr wie der erhobene Zeigefinger, aber wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, wisst ihr vielleicht, dass ich ja nichts grundsätzlich gegen diese Familiengründung habe. Ich finde es nur einfach sehr wichtig, sich über solche Dinge im Vorfeld bewusst oder klar zu werden und dann mit einem ruhigen Gewissen auch diese Entscheidung treffen zu können. Und ich halte es einfach für falsch, wenn Menschen, die unbedingt ein Kind haben wollen, sich sozusagen auf dem Schwarzmarkt heimlich irgendwo Genmaterial besorgen und dann so tun, als ob diese Person, die dafür verantwortlich ist, dass sie ein Kind haben, einfach überhaupt nicht existiert. Also ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen und mit dem Gedanken spielen, ja, Genmaterial abgeben zu wollen. Es sind schon wichtige Dinge, die man bedenken sollte.
und an die Spenderkinder, die dieses Video sehen. Teilt es gerne an die Menschen weiter, wo ihr wisst, dass vielleicht der Gedanke da ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiter dran und bis dann.